Moin Moin meine verschlafenen Freunde und herzlich willkommen zu Pokémon Kristall Let's Play Part 18. Zuletzt waren wir am See des Zorns, wir haben das rote Gyarados gefangen, wir haben Sperr die Ehre gegeben, dass es dass er seinen Namen an Gyarados weiterträgt, ja. Wir haben Mahagonia City erkundet und ja, haben auch festgestellt, so, das mit den Gyarados, das ist gar nicht so normal. Woran liegt das? Und das werden wir diese Folge mal rausfinden. Let's go! Wir werden zuerst diesen schwarzen Typen da unten ansprechen. Mal gucken, was das für einer ist. Dieser See ist voller Gyarados, aber sonst gibt es hier nichts. Die Carpador werden also gezwungen, sich zu entwickeln. Bist du wegen der Gerüchte hier? Du bist Samwise? Ich bin Siegfried, ein Trainer wie du. Ich hörte einige Gerüchte, also kam ich hierher, um einige Nachforschungen anzustellen. Ich habe gesehen, wie du kämpfst, Samwise. Man kann sagen, dass du ein Trainer von bemerkenswertem Format bist. Würdest du mir bei meinen Nachforschungen helfen? Das ist sicher. Exzellent. Es sieht so aus, als würde jemand die Carpador im See zwingen, sich zu entwickeln. Die Ursache ist das mysteriöse Radiosignal aus Mahagonia City. Ich werde auf dich warten, Samwise. So ist das also. So ein Lümmel! So, was wir aber noch nicht rausgefunden haben ist, wie kommen wir da oben hin? Da oben sind ja auch noch Sachen. Ich versuche das mal rauszufinden, damit wir ein bisschen Zeit sparen. Denn ich will vielleicht das Rocket-Quartier heute noch ausheben. Bis gleich! So, Leute, wir haben es geschafft. Oder ich habe es geschafft, ihr habt es gefunden. So, hier gibt es nämlich auch noch einige Items. Ah, eine Top-Genesung. Nie schlecht, nie schlecht. Und dann gibt es hier, glaube ich, auch noch so ein paar andere Items. Wir brauchen nur den Zerschneider und den haben wir ja. Jawohl, möchte ich bitte einsetzen. Freunde in den Bims. Super. Ich habe vergessen, mein Handy auf lautlos zu stellen. Ich kann mir irgendwie denken, dass es zwischendurch bimmeln wird. Falls ja, schneiden wir das raus. Ne? Nicht wundern, wenn manchmal so ein kleiner Cut drin ist. Aber ja, bisher ist ja ruhig. Bisher ist ja ruhig. Ne? Ich wollte nur vorwarnen. So. Schönes Labyrinth hier. Wundervoll, toll. Wir freuen uns. Boah. Boah, Labyrinth. Boah, lass uns verirren. So, hier war auf jeden Fall ein Item. Das habe ich gesehen. Das sieht man ja schon vom See aus. TM43. Wow, was ist die TM43? Lass uns nachgucken. Es ist Scanner. Okay, brauchen wir nicht. Spukball müssen wir unbedingt beibringen irgendwann. Aber da warte ich noch ab. Ich guck mal, was die anderen so lernen und ob wir vielleicht gar keinen Platz dafür haben. Nicht, dass wir Spukball wieder verlernen müssen. Ich glaube, wir kriegen die auch nur dieses eine Mal. Müssen wir auch vorsichtig sein. Du bist viel herumgekommen. Ich habe hier mal meditiert. In mir ist eine neue Kraft zum Leben erwacht. Lass mich meine Kraft mit deinen Pokémon teilen. Nimm dies, Kind. Ist das Kraftreserve oder? Siehst du? Das ist Kraftreserve. Sie bringt die wahre Kraft der Pokémon zum Vorschein. Vergiss nicht, Dieb und Stärke der Attacke hängen vom jeweiligen Pokémon ab. Okay. Ich habe Kraftreserve nie gecheckt. Ohne Witz. Ich weiß nicht, was sie macht. Gar keine Ahnung. Als Kind war ich auch schon richtig, richtig lost, Alter. Aber ey, egal. Wir setzen es einfach nicht ein. Ich bin kein Typ, kein Fan von Kraftreserve. Übrigens auch eine Attacke, die alle Inkognito standardmäßig beherrschen. Die können alle einfach nur Kraftreserve. Einfach Kraftreserve. So, irgendwann war hier noch ein Item. Genau. Und oben müsste auch noch eins sein, oder? Und das ist weiter links. Ah, dann müssen wir ganz nach links hoch, okay. Ja, ja, ja. Kriegen wir hin. Ich cut das mal eben, damit wir hier schneller durchkommen. Ist nicht so spannend. So, hier haben wir noch einen Sonderbonbon gefunden. Sehr schön. Und damit haben wir das Labyrinth erforscht. Hier steht eigentlich noch einmal in der Woche noch ein Guy rum, der uns ein Item gibt. Aber ich weiß nicht, welcher Tag das ist und es ist nicht heute. Dementsprechend fliegen wir jetzt zurück ins Pokémon Center von Mahagonia City und schauen mal, warum das Radiosignal so komischen Stuss treibt. Wer schuld dran? Dragoran, Hyperstrahl! Wo bleibst du, Samwise? Das habe ich mir gleich gedacht. Die merkwürdigen Radiowellen kommen von hier. Zur Seite, Alter. Die Treppe ist hier. Samwise, wir sollten uns trennen, um diesen Ort zu erforschen. Ich gehe zuerst. Ach, du hast die Geheimtreppe gefunden. Lebt er noch?
Deine Drachen-Pokémon sind stark. Ja, er hat auch Hyperstrahl die angewendet. Du kannst froh sein, dass du auch reden kannst, Alter. Jetzt kommt bei jedem Mal ein Trainer. Hey, Eindringling, Alarm! 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 Na, guck mal, ein Traumato. Guck mal, aber wäre auch nicht cool gewesen mit Smogon. Smogon ist ja sehr anfällig. So, wir werden aber gleich mal Anziehung drücken, damit die Hypnose einfach unwahrscheinlicher wird. Weil auf Hypnose-Traumfresser habe ich gar keinen Bock und irgendwie hat gefühlt jedes Traumato hier Hypnose-Traumfresser. Ah, Aussetzer. Okay, aber Aussetzer auf Anziehung ist völlig in Ordnung. Werden wir, glaube ich, nicht mehr brauchen in diesem Kampf. Ja, ich hätte auch einfach One-Shot können. Okay. Das, was Leon durch fehlende Feuerattacken fehlt, macht er durch Angriffskraft wieder wett, würde ich sagen. Es geht wieder los. Ich glaube, es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja, wir setzen einfach Kopfschuss ein. Aber ist cool, dass es Flamara auf jeden Fall weiblich ist, dass es Evoli weiblich war. Weil Anziehung dadurch halt viel effektiver ist, weil die meisten Pokémon sind männlich. Mist, ich hab versagt. Ah, jetzt kommen wir mal zwei. Okay. Ich bin dran. Es gibt kein Entkommen. Ja, werdet ihr mal gemeinsam gekommen, ne? Also, die Bewachung eures Quartiers ist irgendwie mangelhaft. Irgendwie mangelhaft. Und ihr habt alle lausige Pokémon. Aber ey, Leon ist schon mal ein Level gestiegen, ne? Also es ist jetzt auch nicht so verkehrt hier, aber naja, also. Naja. Ich müsste viele von euch besiegen, damit hier irgendwas zustande kommt. Oh, meine Augen tränen, ne? Ich weiß nicht, ob das in der Kamera sieht, aber meine Augen tränen, ey. Einfach so. Weil ich gerade erst aufgestanden bin. Oh, aber ein Flinch. Okay, dann verzeih ich, dass er das nicht gewonnen hat. Aber ich glaube, Slimer und Slimer haben eben eine höhere physische Defense als Smogon und Zubat. Eigentlich wollten wir ja auch Slimer im Team haben. Aber Slimer kriegen wir erst in Kanto. Das ist ein bisschen spät. Und deswegen haben wir uns auf den Smogon geeinigt. Das kommt man nämlich schön im Turm von Teak City. In dem Zinnturm, in dem abgebrannten da. Nee, nee. Der Zinnturm ist der rechts. Was war der links für ein Turm? Ich weiß nicht, der abgebrannte Turm in Teak City. Ich weiß nicht mehr. In den Pokémon-Statuen sind Überwachungskameras installiert. Wir greifen weiter an, bis du einen Geheimschalter betätigst. Ist auch geil, dass du uns das sagst, Alter. Dann gehe ich hier schon mal nicht lang, ne? Ich bin ein Genie. Die Stelle ist eh nervig. Jetzt bin ich immer durch diese weiß, grauen und weißen Streifen gelaufen. Und da kommen auch andauernd irgendwelche Voltobites und so. Ja, die Trainer brauchen wir nicht. Also wenn wir wirklich hardcore trainieren müssten, dann würde ich, ja. Für trainieren auf Cam. Dies war einmal ein Ninja-Versteck. Es wurden Fallen aufgestellt, um Eindringlinge wie dich zu verwirren. Eindringle. Die Eindringle! Burschen! Hört's auf! Los! Magnetilos. Gut, dass wir Feuer-Pokémon vorne haben. Oh, warte mal. Na, da können wir keine Feuerattacken. Ja, dann müssen wir wohl den guten Docs rausholen, ne? Nicht verzagen, Docs fragen. Oh, er hat Superschall einsetzen wollen, okay. Aber egal, wir one-hitten die Dinger jetzt weg. Wir haben schon viel, viel stärkere Magnetilos aus dem Leben geklatscht. Mit einem niedrigeren Level. Wohlgemerkt. Wohlgemerkt. Alright, Magnetilo. Die Forscher haben immer Magnetilos. Finde ich ein bisschen langweilig. Also Forscher können auch andere Pokémon haben, wie zum Beispiel Slimer. Slimer sieht aus wie ein Forschungsobjekt, ganz ehrlich. Und Evoli. Evoli wäre doch auch ein Forschungs-Pokémon. So, klar, ist selten, ne? Deswegen kann das jetzt nicht jeder. Aber Evoli so forschermäßig, weil ist ja auch ein Pokémon, was erforscht werden muss. Sehr, sehr unbekannt ist. Immerhin ist die DNA super instabil und das ist nicht bei jedem Pokémon der Fall. Das ist jetzt nicht typisch. Das ist eher atypisch, ja.
Oder Evoli typisch. Für Evoli ist es typisch. Wunderbar. Die Magnet-Dilo sind weg. Und dafür kriegen wir 381 EP, weißt du? Aber für die ganzen anderen Pokémon dann nicht, oder was? Unfair. Ein Megablock. Das Item werden wir ganz bestimmt benutzen und nicht verkaufen. Ja, ja. Ein Geheimschalter. Betätige ihn. Jawohl. So. Jetzt haben wir Freifahrt. Let's go. Ein Hypertrunk. Let's go. Tolles Ninja-Versteck. Wir sind sehr, sehr gefordert. Ein Nugget, aber ich kann keine weiteren Items tragen. Oh no. Okay, wir müssen jetzt mal eben was löschen. Ich glaube, Megablock bringt auch nicht so viel. Ne? Ich glaube, das war so für 50 Poké-Dollar. Den schmeißen wir jetzt weg. Müll. Mein Nugget ist 5000 wert. Also, das ist schon... Das ist schon ein bisschen mehr. Damit werden wir reich. Das ist der Traum vom Feuersturm näher. So, das bringt uns wieder in den Anfang. Deswegen müssen wir die Treppe nehmen. Das weiß ich noch. Sonst immer drauf reingefallen. Bist du in Ordnung? Deine Pokémon sind müde und verletzt. Gib ihnen ein wenig von meiner Medizin. Samwise, lass uns für die Pokémon unser Bestes geben. Jawohl. Rein in den Bums. Du miese kleine Ratte. Okay. Warum so aggro? Was habe ich ihm getan? Ich bin ein Kind. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe auch bei Pokémon Sleep noch gar nicht meine Schlafforschung ausgewertet. Das werde ich jetzt nebenbei machen, weil ich ein cooler, fancy YouTuber bin, der sich sowas leisten kann. Ein Blutzug, super. Toll, 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 toll. Ja, wunderbar, wunderbar. Ein Volltreffer. Ja, man muss schon sagen, der gute Leon, der hat schon Volltreffer hat er drauf. Ja. Das kann er. Braucht er aber auch gar nicht. Ja, ich weiß nicht, also der physische Angriff von Leon geht klar. Wenn er jetzt auch Feuer tanken könnte, ey, wirklich, ey, dann wäre es ein super Pokémon. Also Feuersturm kann man ja auch nur 5-mal einsetzen, aber so, falls man es braucht, weißt du. Wieso ist hier kein Item so? Warum habt ihr das Design, Alter? Macht den Gang doch breiter oder so. Keine Ahnung. I don't know. Ich wollte eigentlich um ihn rumlaufen. Aber egal. Egal, super. Machen wir halt so. Super! Schreck zurück, da ist der Flinch, Alter. Der Kolber hat keine Chance hier. Erreicht Level 25. Wunderbar. Was? Ich hab verloren? Ja. Schon. Achso, hier ist auch gar nichts mehr. Na gut. Man benötigt 2 Passwörter, um Zutritt zum Quartier des Bosses zu bekommen. Nur ein paar Mitglieder von Team Rocket kennen sie. Diese Auskunft hat mir dieser Rocket gegeben. Samwise, los, holen wir uns diese Passwörter. Okay, ich gehe hier lang. Ein Hyperheilu! Wow! Oh, hier ist auch eine Treppe. Muss ich hier vielleicht sogar lang? Oh, jetzt habe ich wieder Eisheiler. Okay, Eisheiler lassen wir einfach liegen. Scheiß drauf. Wir haben gerade einen Hyperheiler bekommen. So, der weiß bestimmt das Passwort. Du forderst mich zu einem Kampf heraus. Pah, du bist dumm, aber du hast Mumm. Das mag ich. Falls du mich besiegst, verrate ich dir ein Passwort für das Büro vom Boss. Das ging schnell. Was hat er für ein Pokémon?
Ein Radikal. Ja, okay, Radikal, ne? Kann schon Schaden aussehen. Also Radikal ist for real. So als normal Basis Gammel-Pokémon auf den ersten Routen so. Gar nicht so schlecht. Deswegen gehen wir auch auf Anziehung erstmal. Ne? Auch wenn er viel weiter unten ist, aber so ein Superzahn oder sonst was tut halt trotzdem weh. Deswegen wollen wir nicht, dass es angreift. Also Anziehung und Kopfnuss ist auch eine ganz miese, fiese Kombi. Und wir haben einen Speed-Tie, oder? Er wollte Ruckzuck-Hieb einsetzen, ich weiß es nicht. Alles klar, Mann. Selbst Radikal kriegt hier einfach fast einen One-Shot. Ja, da ist der Ruckzuck-Hieb, okay. Wir wären schneller gewesen. Du bist gut. Das Passwort für das Büro vom Boss, ich glaube, es lautet Radikal-Route. Ja, Mollo. Können wir nicht tragen. X-Spezial brauchen wir aber auch nicht. Scheiß drauf. Protein, das wollen wir haben. Das wollen wir aber sowas von haben. Da tun wir die Gegengiftbeere. Die geben wir einfach wem. Warum nicht? Können sie ja immer noch wegtun, wenn wir sie nicht brauchen. Protein. Ich würde ja Flamara Holzkohle geben, ne? Aber versteckt halt nur Feuerattacken. Ja. Funny. Na komm, den Forscher müssen wir auch nicht machen. Also ich finde, wir müssen jetzt hier nicht jeden Trainer machen. Das ist auch irgendwie Perl vor die Säule. So, warte mal, hier irgendwo safe der nächste. Da, ich glaube, der kann auch das zweite Passwort sagen. Ob ich das Passwort weiß? Vielleicht. Schwächlinge werden es nie erfahren. Okay, sorry, Model. Da hat sie einen Rettern, Alter. Was für Schwächlinge. Sie ist doch selber einer. Ich meine, Rettern? Selbst ein Arbok wäre jetzt hier irgendwie nicht so geil gewesen, aber ein Rettern ist schon echt lausig. Das ist schon, also da war der mit dem Radikal schon cooler dran. Du, Flor. Naja, zumindest mal etwas. Aber halt auch ein super hässliches, ekelhaftes Pokémon. Das einzig Vorteilhafte an Gen 2, seit Gen 2 an Duflor ist, dass es sich zu Blubella weiterentwickeln kann. Weil das ist ein schönes und süßes Pokémon. Aber Giflor ist er, also Giflor geht auch noch, aber Duflor ist halt auch super hässlich und ekelhaft. Ja, wir warten jetzt, bis er aufgewacht ist. Genau so. Ja, Leon macht hier heute das Ding. Ja. Leon macht's heute. Butz! Wunderbar! Okay, genug. Ich verrate es dir. Vielen Dank. Das Passwort zum Büro vom Boss lautet Fleckmonroute. Es ist aber nutzlos, wenn du benötigst zwei Passwörter. Ja, ich weiß. So, da oben war auch noch eine Treppe. Ist die Frage, müssen wir zuerst dahin? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, wir mussten erst wieder vorher zu der Schranke hin. Ha! Hätte dich umlaufen. Nee, doch nicht. Hier sind wir richtig. Habe ich dir nicht gesagt, dass ich Team Rocket zerschlage? Sag mir, wer war der Typ mit dem Umhang, der die Drachen-Pokémon einsetzte? Meine Pokémon waren keine Gegner für ihn. Die Niederlage macht mir nichts aus. Mit stärkeren Pokémon kann ich ihn besiegen. Was mich wurmt ist, was er zu mir gesagt hat. Er sagte, dass ich meine Pokémon nicht ausreichend liebe und ihnen nicht vertraue. Ich bin wütend, dass ich gegen so ein Großmaul verloren habe. Pff, für Typen wie dich habe ich keine Zeit. Verschwinde doch, Alter. Was für ein komischer Kerl. So, wen haben wir vorne? Wir haben Leon vorne. Das sollte passen. Jetzt besiegen wir nämlich den Vorstand hier. Was? Wer bist du? Wie bist du in das Büro unseres Anführers Giovanni gekommen? Er trainiert, seit das Team Rocket vor 3 Jahren zerschlagen wurde. Wir sind sicher, dass er eines Tages zurückkehren wird, um das Kommando wieder zu übernehmen. Darum halten wir Wache.
Ich lasse nicht zu, dass es hier laut wird. Ja, und dann startet ein Kampf, weißt du? Das ist halt so nicht logisch. Es ist null konsequent. Es ist kein Wunder, dass der Typ nicht wiederkommt. Wenn er mit solchen Untergebenen arbeiten muss. Es ist eine Perlen vor die Säue. Spielt ihr eigentlich auch Pokémon Sleep? Beziehungsweise nutzt ihr es? Spielen kann keine Rede sein. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Was auch richtig geil wäre, wenn ihr ein Abo da lasst. Ich würde mich so über ein Abo freuen, wirklich. Ich hätte richtig Bock, die ersten 1000 Abonnenten zu kriegen. Das wäre ein richtig geiler erster Schritt für so das erste Ziel für diesen YouTube-Kanal, der schon lange besteht als private, für die private Nutzung zum Angucken von Videos und so. Ah, guck mal, da ist der Hyperzahn. Ja, macht Schaden. Und zurückgeschreckt. Anziehung. Es ist schneller als wir. Das ist nicht gut. Autsch. Ja, jetzt bringt uns die Anziehung auch nichts mehr, weil wir werden wechseln. Das ist zu riskant. Ist zu risky. Wir werden mal einen Flugvieh reinwechseln. Ja, ja, ja. Nee, würde mich mega freuen. So als erstes Ziel für unseren Kanal, für diesen Kanal hier, hätte ich richtig Bock, wenn ihr hier ein bisschen Liebe da lasst. Aber ihr macht das bisher auch echt super. Also keine Frage, ihr seid sehr, sehr geiles Supporter. Da habt ihr bisher reife Leistungen geleistet hier. Also meine Analytics sagen, es geht alles durch die Decke. Aber ist auch kein Wunder, vorher war halt nichts, kein Traffic, ne? War halt gar nichts zum Analysen. Nix, nix, nix. Am besten verletzt es sich noch selber, perfekt. Jetzt kommt Flugvieh mit Fliegen. Bütz rein da, oh mein Gott, das war ja fast ein One-Shot. Aua. Na, halten wir noch ein bisschen auf. Oh, wir sind schneller. Wie kommt das? Speed High oder was? Ja, warum nicht? Warum nicht? Ein Smogon, das kriegen wir auch hin. Das kriegen wir hin. Wenn wir einen Radikal schon fast gewonshottet haben, sollte ein Smogon kein Problem sein. Und... Uha, okay. Ja gut, es wird uns aber nicht killen. Es hat nichts. Das passt schon. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Super, super. Wundervoll, toll. So. Brechen! Ich konnte nichts machen. Bitte vergib mir, Giovanni. Das darf mich nicht belasten. Ich muss es den anderen sagen. Dummkopf. Schade, dass wir das Krummurks hier nicht fangen können. Das ist ein Krummurks. Das Passwort lautet Preise Giovanni. Okay. Die hätte man sich auch denken können. Also Passwörter sind jetzt nicht deren Stärke. So. Vom Ding her. Oh, TM46. War das das Gutes? Lass uns nachschauen. Wird ja wie immer nicht angezeigt. Raub! Oh, das ist aber gut für Unlicht-Pokémon, die wir nicht besitzen. Raub ist aber ganz cool, wenn man zum Beispiel so Items in den neueren Generationen wie Metallmantel und sowas farmen will, weil die kannst du dann ganz einfach kriegen. Puh, dann komm. Aber wir können mal heilen. Wir müssen mal unser Flamara heilen. Mau! Meine Katze miaut! Wahrscheinlich, weil er mich hört, aber nicht weiß, wo ich bin. Ja, ich bin hier! Katz, ich bin im Aufnehmen. Ich nehme Pokémon auf. Möchtest du auch Hallo sagen? Ja. Findus, sag Hallo. Du liebst es bestimmt, jetzt so zu sitzen, oder? Der will immer auf den Tisch, aber ich habe ein neues Mauspad und die zerkratzen die immer und dann gehen die kaputt. Und das wollen wir nicht, ne? Findus, aber ein bisschen Liebe abholen geht immer, ne? Ja. Machen wir ein bisschen Streichel, die kleine Streichelpause. Ja. Das genießt du, ne? Ich glaube, er will gar nicht so schnell runter. Wir machen mal einen Cut an dieser Stelle. So, Katze hat genug gekuschelt, machen wir weiter. Da unten sind nämlich noch ein paar Elektrobytes. Du sollst nicht auf den Tisch. Also das war jetzt keine Einladung, auf den Tisch zu kommen. Sobald du auf dem Mauspad bist, fliegst du wieder runter.
So, warte mal. Wo müssen wir jetzt eigentlich genau hin? Da, ne? Ah, da müssen wir hier hin. Okay. Bleib stehen, wo du bist. Wir können es nicht zulassen, dass ein Balk hier herumläuft. Das schadet Team Rockets Stolz. Wie stark du auch bist, du kannst es nicht mit uns beiden aufnehmen. Tut uns leid, Winzling. Jetzt wirst du zermalmt. Butz! Hey, sei nicht so egoistisch. Teile den Spaß. Wie? Du hattest deinen Komplizen? Wo ist dein Ehrgefühl? Ich, Giovannis Stellvertreter, werde dir zeigen, was es bedeutet, sich mit Team Rocket anzulegen. Oh, let's go, Alter. Die Dame hat ja Mumm. Gleich zwei Vorstände, die wir besiegen. Ich finde das Design aber cool von den Vorständen. Das ist schon gar nicht schlecht. Ist schon ein cooles Design. So, diesmal eine Arborg. Nicht so wie die andere Tuse da. Oh, ein weibliches Arborg. Okay. Dementsprechend werden wir ja, nur mit Kopfnuss angreifen. Anziehung bringt da nichts. Was ein bisschen, naja, in der heutigen Zeit kritisch ist, ne? Obwohl, es sind ja auch keine Menschen, es sind ja Tiere in dem Sinne. Da weiß ich gar nicht, wie das so ist. Aber ich glaube, es gibt auch Tierarten, die nicht nur hetero sind, ne? Ich weiß es gar nicht. Aber lass uns so ein Thema gar nicht hier auf dem Kanal anfangen. Weil das ist echt kompliziert, ich habe zu wenig Ahnung davon. Und mal ganz ehrlich, das hier ist ein Kanal, wo wir ein bisschen spielen wollen, ne? Ich lasse dann solche komplexeren Themen, bei denen es viele verschiedene Meinungen gibt, einfach gerne raus. Nicht, weil ich das nicht bereden wollen würde, sondern einfach, weil es der falsche Platz dafür ist, nicht wahr? So, als letzten Duflor. Das kann wieder nichts gegen uns machen, außer Schlafpuder. Deswegen bleiben wir mal drinne und setzen die letzte Kopfnuss ein. Die hat flinschen lassen. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wir nur Hochzugkeeper haben. Kopfnuss ist leer. Na, mit der Feuerattacke hätten wir es one-shotten können, ne? Ich sag, wie es ist. Der gute Look durft. Let's go! Ja, guck mal. Leon hat sein Training erfolgreich abgeschlossen. Er ist jetzt wieder auf dem Level der anderen. Oder was heißt wieder überhaupt mal? Du bist wirklich gut. So ein Mist. Wenn du bei Team Rocket einsteigen würdest, wärst du sofort im Fortstand. Na, ja, sicher. I see sure. Dieses Versteck ist gesäubert. Das ist gut. Das Sendeexperiment war ein voller Erfolg. Es ist egal, was aus dem Versteck wird. Wir haben höhere Ziele. Schon bald wirst du die wahre Macht von Team Rocket würdigen. Amüsiere dich, solange du noch kannst. Fu-fu-fu-fu-fu. Warum fu-fu-fu-fu-fu? Genug. Wir haben hier alle Anhänger von Team Rocket besiegt. Aber der Junge, auf den ich traf, macht mir wirklich Sorgen. Sorry, Samwise. Ich habe beobachtet, wie geschickt du bist. Daher habe ich mich zurückgehalten. Ja, jetzt müssen wir nur noch dieses merkwürdige Signal abschalten. Diese Maschine ist die Wurzel allen Übels. Ich sehe leider keinen Schalter. Für uns bleibt keine andere Wahl. Wir müssen alle Elektroball besiegen. Das sollte genügen, um die Maschine abzuschalten. Die Pokémon trifft keine Schuld. Daher fühle ich mich schuldig. Samwise, wir sollten uns besser trennen. Er will sich immer trennen. So. Ja, wir werden die jetzt nicht fangen. Ich sag, wie ist das? Ich bin faul. Und wir haben nicht mehr viel Zeit für den Part. Die Kuschelattacke hat Zeit gekostet. Da wird's mit Schaufler. Schaufler muss genügen, ja. Wir machen das jetzt platt. Wir brauchen auch keinen Elektroball im Team. Aber ist ja cool. Aber. Oh, weiß ich nicht. Das Ding ist halt, wir brauchen eigentlich ein Pflanzen-Pokémon. Andererseits, nehmen wir spontan Elektroball ins Team? Ich werde es fangen. Ich werde es mal gucken, dass ich auch nach dem Zuschauer benenne. Und dann schauen wir mal. Dann könnt ihr mal in den Kommentaren abstimmen. Pflanzen-Pokémon oder Elektroball? Are you fucking kidding me? Are you serious? Warum? Das ist
Okay, wir haben aber, ich weiß, dass wir einen Turboball haben. Der müsste bei schnellen Pokémon, ja. Ein Ball für schnelle Pokémon. Okay, nächster Versuch. Ich werde gleich einen Turboball werfen. Wir haben keinen Schlafpuder und so. Oh Mann! Ja, auf zu zwinkern. Du willst dich doch nur in die Luft jagen. Ich hoffe, der Turboball funktioniert, weil es ist echt ein schnelles Pokémon eigentlich. Also Elektroball ist schnell. Komm, bitte. Und setz bitte kein Finale ein. Ja? Ja? Oh nein! Das war's. Oh, setz Tackle ein. Okay. Wir haben noch eine Chance. Wir gehen auf die höchsten Chancen. Hyperball. Er ist nur im gelben Bereich. Und ich kann es nicht anders schwächen. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Wir werfen jetzt Superbälle und hoffen, dass er drin bleibt. Wie gesagt, eine weitere Attacke würde es killen. Der Schlitzer war, glaube ich, kein Volltreffer, deswegen. Ja, ja, ja. Nein! Oh no! Bitte! Ei, das gibt's doch nicht! Ich hab sogar die Schnauze gehalten! Oh Gott sei Dank setzt es kein Finale ein, ne? Es ist... Wir haben noch ist die Chance da, bis es Finale einsetzt. Mann! Ja. Da ist das Finale. Das hat gekillt. Ja, wer möchte als nächstes sterben? Wer kann denn gut schwächen? Oh, ich habe einen Plan. Mit Anziehung. Wir machen es mit Anziehung. Letzte Chance. Ich glaube, ich werde hier auch speichern, weil ich habe echt eigentlich Bock, dass ihr da mal ein bisschen interaktiv mitentscheidet. Deswegen werde ich tatsächlich mal speichern und so lange weitermachen, bis ich es gefangen habe. Jawohl! Wir haben es gefangen. Super. Leute, ich habe es jetzt ein bisschen beschleunigt für euch, damit der Part auch nicht zu lang wird. Und wir haben Elektroball gefangen. Jetzt muss ich nur noch einen Namen raussuchen. Das habe ich natürlich noch nicht getan. Da kriegt ihr jetzt nochmal einen Cut auf die Augen. So, wir haben unser Elektro-Pokémon. Und wir werden es Guzman nennen. Guzman hat auch schon ein paar Kommentare da gelassen. Ist auch immer fleißig in den Streams dabei. Netter Burschen. Und deswegen nehmen wir den mit ins Team. So. Ja, und dann müsst ihr in den Kommentaren abstimmen, wollt ihr ein Pflanzen- oder Elektro-Pokémon im Team sehen. Und dann wird das unser sechstes Teammitglied. Kann sein, dass aber auch erst übernächsten Part passiert, weil wir halt, ja, ich nehme wahrscheinlich noch einen Part auf. Gleich hier nach. Und dann sehe ich natürlich nicht, wie ihr entschieden habt. Das merkwürdige Signal ist verschwunden. Der See sollte sich wieder normalisiert haben. Du bist ein Held. Ich möchte dir im Namen aller Pokémon danken. Ja, du solltest das annehmen. Ich habe es hier gefunden, kann es aber nicht gebrauchen. Vor allem nur 6! Das ist Whirlpool. Pokémon können, was? Ich hab vergessen. Mann, egal. Lassen wir das. Whirlpool, Orden und so. Ja, Maragonia City und dann können wir Whirlpool einsetzen. Wunderbar. Samwise, es ist ein langer und steiniger Weg bis zum Pokémon-Meister. Bist du bereit, diesen Weg zu beschreiten? Ich verstehe, du hast recht. Wenn du die Flinte so schnell ins Korn wirfst, hattest du nie vor, diesen Traum zu verwirklichen. Ich freue mich darauf, dich wiederzusehen. Ditto. Ditto. So, da ist Docs. Docs wurde leider durch das zweite Finale besiegt. Ich dachte, er hält's aus. So.
Und damit, liebe Leute, haben wir den Part geschafft. Wir haben Team Rocket in Mahagonia City zumindest zerschlagen, haben die Elektroball gerettet, haben die Garados und Carpador gerettet. Und damit würde ich sagen, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst ein Like, einen Kommentar und vor allem ein Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Pokémon Kristall wieder, wenn wir dem guten Norbert, dem Arenaleiter von Mahagonia City, auf die Schniss geben. Bis dann und tschüss!